eignet sich besonders für Patienten, die beispielsweise eine höhere Blutungsgefahr haben oder auch für Patienten, die Angst vor einer OP haben mit tiefer Hirnstimulation. Und das ist mit einem geringeren Risiko für Komplikationen behaftet. Und das ist eben das Tolle, man kann das Zittern deutlich reduzieren, um ca. 90%, ohne dass man die entsprechenden Risiken hat, wie sie beispielsweise bei der tiefen Hirnstimulation vorliegen. Wir heizen erstmal das Gewebe so bis ca. 45 Grad auf, gucken dann, ob wir uns am richtigen Punkt befinden. Das heißt, wir haben bei diesem Patienten gesehen, dass sich das Zittern deutlich verbessert hat und dass wir keine Nebenwirkungen hatten. Das heißt, es ist nicht zum Auftreten von Sprachstörungen zum Beispiel gekommen oder einer Koordinationsstörung, was für uns bestätigt hat, dass wir an der richtigen Stelle sind. Das ist natürlich mit so einer Technologie, die doch recht neu ist, die extrem fortschrittlich ist, die ist sicherlich in einem universitären Setting, wie wir es hier haben, sicherlich sehr, sehr gut aufgehoben.